Die letzte Reise Nelson Mandelas. Zurück im Land seiner Vorfahren. Militärische Ehren, feierlicher Abschied. Seine Frau Gaza Machel und seine erste Frau Winnie grüßen den Sarg, der in eine Flagge mit den südafrikanischen Farben eingehüllt ist. Der 5. Dezember 2013 war der Todestag eines außergewöhnlichen, eines großen Mannes, Nelson Mandela. Groß war er nicht nur körperlich, sondern auch in seiner Wirkung. 10 Tage danach gab es dann das beeindruckende Begräbnis unter der Anwesenheit großer Menschenmassen, unter ihnen der Präsident der Vereinigten Staaten, Barack Obama. Nelson Mandela kannte die Verbindung, die den menschlichen Geist ein. In Südafrika gibt es ein Wort, Ubuntu. Ein Wort, das Mandelas größte Gabe beschreibt. Warum haben die Menschen applaudiert, als Obama dieses beinahe magische Wort Ubuntu ausgesprochen hat? Weil Nelson Mandela dieses inhaltsschweren und für die Menschen von heute so wichtigen Begriff in den Blick der ganzen Welt gerückt hat. Aber was bedeutet Ubuntu eigentlich? Die Konzeption des Ubuntu hat in letzter Zeit dank Mandela in der ganzen Welt ein Echo gefunden. Aber man sollte wissen, dass es allen Völkergruppen eigen ist, die die Bantu-Zivilisation bilden. Dazu gehören alle Länder Afrikas unterhalb des Äquators. Ubuntu ist ein Wort der Nguni, aus der Bantu-Sprache und sehr verbreitet im südlichen Afrika. Die Wurzel Ntu bezeichnet alles Menschliche. Ubuntu ist Humanismus. Emmanuel Lafont ist katholischer Bischof von Cayenne in Französisch-Guayana. Von 1983 bis 1996 hat er in Südafrika gelebt und von dort vor allem als Pfarrer in einer Gemeinde in Soweto gearbeitet, einem Township von Johannesburg, das Symbol des Widerstands gegen die Apartheid ist. Emmanuel Lafont ist Nelson Mandela oft begegnet. Der Leitsatz dieses Humanismus ist der folgende: Ubuntu, Ubuntu, Ngbantu. Übersetzt: Ein Mensch wird nur durch die anderen Menschen zum Menschen. Anders gesagt, Beziehung ist der Schlüssel seiner Entwicklung und seiner Persönlichkeit. In Afrika wird das sehr konkret gelebt durch das, was wir Brüderlichkeit oder Geschwisterlichkeit nennen könnten. Ubuntu hat eine lange Tradition. In diesem Video möchten wir gerne einen Ausschnitt von dem zeigen, was Nelson Mandela selbst erlebt hat und was andere Menschen im Zusammenhang mit Ubuntu erleben. Nelson Mandela hatte Ubuntu, diese Verbundenheit, dieses Interesse für seine Mitmenschen verinnerlicht. Es war ganz außergewöhnlich. Wenn man mit ihm zu tun hatte, gab er einem das Gefühl, wichtig zu sein, ganz egal, wer man auch war. Und er hat einen nie vergessen. Er hatte sich bei einem Journalisten 2 Monate später nach der Gesundheit seines Vaters erkundigt. Er wusste, dass dieser im Krankenhaus war. Er war anderen Menschen gegenüber unglaublich aufmerksam. Nelson Mandela wird am 18. Juli 1918 in Mwezo in Transkei geboren, einer Region im Südosten Südafrikas. Er entstammt dem Volk der Xhosa, gehört der Königsfamilie der Tembu an und dem Stamm Madiba, ein Name, mit dem man ihn oft bezeichnen wird. Er studiert Jura und tritt 1943 in den African National Congress, ANC, ein,
um gegen die politische Vorherrschaft der weißen burischen Minderheit und ihres Systems der Rassentrennung zu kämpfen. Einmal Anwalt, kämpft er gewaltlos gegen die Apartheid-Gesetze, die 1948 von der National Party eingeführt werden. 1960 wird die ANC verboten. Nach dem Massaker von Sharpeville, bei dem die Polizei 69 unbewaffnete Personen tötet, wird immer mehr zu Gewalt aufgerufen. Deshalb gründet Mandela 1961 den militärischen Flügel der ANC Umkhonto we Sizwe. Dieser führt Sabotageakte gegen öffentliche und militärische Einrichtungen durch. Am 5. August 1962 wird Mandela von der Polizei festgenommen und zu lebenslanger Haft und Zwangsarbeit verurteilt. Er wird 27 Jahre im Gefängnis verbringen, vor allem auf Robben Island, wo er eine tiefgehende Veränderung erleben wird. Was ist mit diesem Menschen passiert, der ins Gefängnis gekommen ist mit dem Ziel des gewaltsamen Aufstands? Er war damals für Gewalt, um das zu erreichen, was ihm gerecht erschien. Aber nach 27 Jahren Gefängnis, in denen er ohne Zweifel nachdenken, beten und meditieren konnte, kehrt er zu etwas sehr Tiefem zurück, das meiner Meinung nach wirklich am Ursprung der Menschheit steht, das es in allen Nationen und Rassen gibt, nämlich Ubuntu. Aber wie geschieht es, wenn wir Menschen werden, und zwar Menschen in Gemeinschaft? Ensemble. La deuxième dimension de Mandela dans l'Ubuntu, c'est le regard. Bei Mandela wird ein zweiter Aspekt des Ubuntu greifbar, nämlich die positive Einstellung gegenüber jedem Menschen, auch seinen Gegnern. Ich möchte an dieser Stelle einen Auszug aus seinem Brief vorlesen, den er in den 70er Jahren während der Haft geschrieben hat. Er war damals schon 10 Jahre im Gefängnis. Adressat ist seine kleine Tochter Zinzi, die noch eine ältere Schwester Zeni hatte. Diese 2 Kinder hatte Nelson Mandela zusammen mit Winnie bekommen. Er schreibt: Zeni und du und vielleicht auch Mama, ihr denkt wahrscheinlich nicht ohne Grund, dass der Richter, der uns ohne Mitgefühl und so pedantisch behandelt hat, ein grausamer Mensch ist. Er hat zweifelsohne selbst eine Frau und Kinder und weiß vermutlich, was diese erzwungene Trennung zwischen Papa und Mama für einen Riss verursacht, weil wir uns nicht sehen dürfen. Aber ich weiß, dass dieser Mensch weit davon entfernt ist, grausam zu sein. Ganz im Gegenteil. Innerhalb der Grenzen, die ihm bestimmte Gewohnheiten in diesem Land auferlegen, ist er freundlich und höflich. Ich würde ihn wirklich als einen Gentleman bezeichnen. Wie er die positive Seite dieses Richters sieht, macht mich sprachlos. Er entschuldigt ihn, indem er sagt, er ist, wer er ist, wegen der allgemeinen Situation. Er ist Teil einer Gruppe von Weißen, die sich als Eigentümer dieses Landes ansehen. Das soll, wenn man so will, seine persönliche Verantwortung mindern. So sieht Mandela diesen Menschen. Es geht um diese Fähigkeit, die ganze Welt mit Wohlwollen zu betrachten. Das wurde ihm vorgeworfen, aber er sagt, ich weiß, was man mir vorwirft, aber am Ende ist es besser so. Denn wenn man einer Person mit Respekt gegenübertritt, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie das auch tut. Standing Ovations für Nelson Mandela und François Pienaar von den 16.000 Zuschauern in Ellis Park. Das ist ein Bild von dieser dritten Weltmeisterschaft. Ein Bild, das den aus Johannesburg, Pretoria, Durban oder Kapstadt fast identisch ist. In dieser Nacht vergessen die Südafrikaner ihre radikalen Unterschiede, um den Sieg der Springboks zu feiern. Wisst ihr, was heute Abend passiert, ist hier noch nie passiert. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich mit einem Weißen umarme. Aber ihr seht, es funktioniert. Und heute war Nelson Mandela mit dem Trikot und der Mütze der Springboks wirklich sehr goldig. Viele Menschen sehen in ihnen die Personifikation des Ubuntu. Was bedeutet ihnen das Ubuntu?
Früher, als wir jung waren, konnte ein Mann, der auf Reisen war, in einem Dorf anhalten and he didn't have. Er brauchte noch nicht mal, um Nahrung und Wasser zu bitten. Er machte eine Pause, also versorgten ihn die Leute, sie nahmen ihn auf. Das ist einer der Aspekte des Ubuntu, aber es gibt noch mehr. In unserer Sprache Kirundi spricht man das T nicht aus. Man sagt Ubuntu. Die Werte, die hinter Ubuntu stehen und wie sie zum Ausdruck kommen, lernt man nicht in der Schule. Es ist Teil unserer Erziehung, die wir durch unsere Eltern erfahren haben und die wir an unsere Kinder weitergeben. Man wird oft sagen, dass ein Mensch Ubuntu hat oder nicht, um ihn zu beschreiben. Es ist ein Prozess, man hat es nicht automatisch. Man kann auch nicht sagen, dass jemand zu 100% Ubuntu ist. Wir sind ja keine Heiligen. Es ist vielmehr ein Weg der Heiligung. Man spricht häufig vom Ubuntu, um zweckfreies Miteinander und Gastfreundschaft zu beschreiben. Das menschliche Wesen ist nicht individuell, sondern gemeinschaftlich. Und daher zeigt man Ubuntu, wenn man sich um andere kümmert. Und selbst in der Bibel, in der Version unserer Sprache Kirundi, wird dieses Wort sehr oft verwendet, um von der großzügigen Liebe Gottes zu sprechen. Um Gottes Gnade auszudrücken, wird man den Begriff Ubuntu verwenden. Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter wird man sagen, dass er Ubuntu gezeigt hat. Wer den anderen in Not gerettet hat, hat sein Ubuntu gezeigt. Ubuntu meint auch Verantwortung. Es bedeutet, sich verantwortlich fühlen. Ubuntu ist Treue, Ubuntu ist Sensibilität, Ubuntu ist die Hingabe seiner selbst, sich an die anderen zu verschenken. Ich habe gegen die weiße Vorherrschaft gekämpft und ich habe auch gegen die schwarze Vorherrschaft gekämpft. Mein Wunsch ist ein neues Südafrika, in dem alle Einwohner gleichberechtigt sind. Nelson Mandela hat immer gesagt, dass die beiden Dinge, die ihn am meisten im Hinblick auf seine Führungsrolle geprägt haben, einerseits die Kirche war, die methodistische Kirche. Er wurde im Alter von 7 Jahren getauft und die Pastoren haben es ihm ermöglicht, in die Schule zu gehen. Und zum anderen Leadership innerhalb des Stammes, das heißt die stammeseigene Art und Weise, Leitung auszuüben. Als sein Vater starb, wurde er einem ortsansässigen Häuptling anvertraut, den er sehr geliebt hat. Und dieser Häuptling hat Mandela sehr geliebt. Das war das königliche Blut des Stammes der Xhosa. Dort hat er gelernt, wie in diesen Gemeinschaften der Verantwortliche der Mann des Konsens ist. Er ist da, um dafür zu sorgen, dass sich alle darüber einig werden, was das Beste für den Stamm ist. Eine dritte Dimension, die mich bei Nelson Mandela sehr beeindruckt hat, war, wie er seine Zeit im Gefängnis dafür genutzt hat, um zu reifen, aber auch um seinen Gegner kennenzulernen. Es war das erste Mal, dass er wirklich in Kontakt mit Buren war. Sie waren die Wächter und das Leitungspersonal des Gefängnisses. Und er begann, die burische Seele zu studieren, die burische Kultur und Afrikaans, ihre Sprache zu erlernen. Er sprach sogar Afrikaans und er bemühte sich, die Sprache gut zu sprechen und mit den Wächtern ihre Sprache zu sprechen. Und so hat er begriffen, welche Werte sie hatten. Er hat die Verletzungen verstanden, die sie von ihrer Geschichte davongetragen haben. Denn auch die Buren waren ihrerseits Opfer des englischen Kolonialismus.
Und die Buren hatten gegen die Engländer gewonnen, und das mit Stolz. Daran wird er die Buren übrigens erinnern, wenn er sagt, den Stolz, den ihr hattet, euch von den Engländern zu befreien, warum verbietet ihr ihn uns? Die Buren, die das gehört hatten, standen mit offenem Mund da, weil er ihre Geschichte kannte, ihre Kämpfe und ihre Siege. Und gleichzeitig kannte er ihre, ich würde sagen, Schwachpunkte oder ihre Befürchtungen. Die immense Furcht vor dem Tag, an dem sie nicht mehr die Herren wären, an dem sie weggefegt würden. Vielleicht würde es Rache geben, sodass man sie zwingen würde, das Land zu verlassen. Sie hatten Gründe dafür zu glauben, dass an dem Tag, an dem sich das Blatt wenden würde, sie sich in einer schwierigen Situation wiederfinden würden. Am Ende der 70er Jahre haben wir realisiert, dass wir in einer Situation waren, die immer unmöglicher wurde. Die weißen Südafrikaner ritten einen Tiger und die Welt rief uns zu, herabzusteigen. Es ist eine Sache zu rufen, dass man von dem Tiger herabsteigen soll, und eine andere Sache, auf seinem Rücken zu sein und Angst zu haben, aufgefressen zu werden. Am Tag, als er aus dem Gefängnis kam, war einer der Schlüsselsätze seiner Rede, die er am Abend auf dem großen Platz von Kapstadt hielt: Wir werden unsere Freiheit nicht finden, wenn wir nicht Acht geben auf die Befürchtungen der Weißen. Er sagte das, was Desmond Tutu immer sagte: Die Weißen werden frei sein, wenn wir frei sind. Es gibt also etwas Tiefes in ihm. Er wollte, und das ist etwas, was er auf fantastische Weise im Gefängnis geschmiedet hat, seinen Gegner in einen Partner verwandeln und ihn dazu bringen, dass sein Sieg auch der des anderen sein würde, so dass es keinen Gedemütigten gibt. Er hat das Ubuntu nicht nur verkörpert, sondern er hat Millionen von Menschen beigebracht, die Wahrheit in ihnen selbst zu erkennen. Es brauchte einen Mann wie Madiba, um nicht nur den Gefangenen zu befreien, sondern auch den Kerkermeister. Um zu zeigen, dass wir den anderen vertrauen müssen, sodass sie sich uns gegenüber genauso verhalten können. Um allen beizubringen, dass Versöhnung nicht nur bedeutet, eine gewaltsame Vergangenheit zu vergessen, sondern sich ihr auch zu stellen, indem man ihr mit Inklusion, Großzügigkeit und Wahrheit entgegenkommt. Madiba änderte die Gesetze genauso, wie er die Herzen veränderte. Die Tore des Strafvollzugs haben sich nach 27 Jahren geöffnet. Am 11. Februar 1990 wird Nelson Mandela aus dem Gefängnis freigelassen. So wahr mir Gott helfe. 1994 wird er zum Präsident Südafrikas gewählt und gründet im darauffolgenden Jahr die Kommission Wahrheit und Versöhnung, deren Leitung er Bischof Desmond Tutu, dem anglikanischen Erzbischof des Kaps, anvertraut. Das Prinzip dieser Kommission war es, den Opfern zu ermöglichen, ihr Leiden auszudrücken und dass die Schuldigen ihre Schuld aufdecken im Austausch für eine Amnestie. Diese Vorgehensweise hat einen echten Weg der Wahrheit, der Trauer und schlussendlich der Versöhnung und Heilung eröffnet. Die Wahl der Wahrheit vor der Gerechtigkeit war eine Entscheidung, die es dem Volk ermöglicht hat, sich zu versammeln. Diese Kommission hat 15.000 Menschen angehört, 8.000 Opfer, die kommen und sagen konnten, was sie erlebt hatten, und 7.000 Täter, wenn man so sagen kann, also Menschen, die sich Dinge vorwarfen. Das war so hart, weil sie grauenvolle, wirklich grauenvolle Dinge getan hatten. Wir haben uns für die Wahrheit an die Kommission gewandt und wir haben die Schuldigen gesehen. Sie waren da und sie haben gestanden, sie getötet zu haben. Ich habe sie gefragt, warum. Denn sie haben meinen Sohn nicht nur erschossen, sie haben 30 Mal zugestochen. Sie baten mich um Vergebung und ich vergab ihnen.
Und warum haben Sie ihn vergeben? Weil Sie mir die Wahrheit darüber gesagt haben, was in dieser Nacht passiert war. Ich glaube, es ist nicht gut für das Herz, so schreckliche Dinge für sich zu behalten. Besonders für mich, das denke ich immer. Es ist besser zu vergeben. Ich glaube nicht, dass Sie wissen, was Sie alles getan haben. Es gab jemanden, der dahinter stand und ihnen gesagt hat, was sie tun sollen. Die Vergebung muss freiwillig sein. Sie muss aus freien Stücken vom Opfer an den Schuldigen gehen. Ich erinnere mich an einen Fall, wo 7 Mütter anwesend waren, deren 7 Söhne von Polizisten in einen Hinterhalt gelockt worden waren. Es waren Jungs aus einem Township des Kaps, die offensichtlich militant waren und denen verkleidete Polizisten Glauben gemacht hatten, dass sie sie aus dem Land bringen würden, um sie zu Soldaten des ANC, des Afrikanischen Nationalkongresses, zu machen. In Wahrheit brachten sie jedoch aus ihrem Township, um sie umzubringen. Und das haben sie auch getan. Und nachdem sie massakriert hatten, haben sie Kalaschnikows neben die Leichen gelegt, um allen im Fernsehen zu zeigen, ich erinnere mich daran, das in den Nachrichten gesehen zu haben, dass sie eine Terrorzelle des ANC zerschlagen hatten. Das war eine erfundene Geschichte. 10 Jahre später stellen sich ein schwarzer und ein weißer Polizist vor der Kommission Wahrheit und Versöhnung, um den Straferlass für diese begangene Verbrechen zu erbitten. Die 7 Mütter sind anwesend. Man zeigt Auszüge aus dem Fernsehen. Einige der Mütter werden ohnmächtig, als sie diese schrecklichen Szenen sehen. Das war unglaublich schwer. Schließlich, nach einer Unterbrechung der Sitzung, geht es weiter. Dann steht eine Dame auf, groß und spindeldür, und sagt zu diesem Schwarzen: Schämst du dich nicht für das, was du getan hast? Du weißt genau, dass in unserer Kultur diese Kinder deine Kinder sind. Du hast deine Kinder getötet. Dieser Weiße, er hat unsere Kinder getötet, um seine eigenen zu beschützen. Aber du hast deine Kinder getötet. Ich war schön und rund, schau, wie ich jetzt bin. Ich habe nichts mehr auf den Knochen. Und du willst, dass ich dir vergebe? Niemals. Die 2. Mutter sagt das Gleiche, die 3. genauso, die 4. genauso. Die 5. sagt: Aber bis wann werde ich diesen Groll in meinem Herzen behalten? Diese Last drückt, diese Wut in mir. Weißt du, wenn ich an meinen Jungen denke, er wird nicht mehr zurückkommen. Ich ziehe es vor, dir zu vergeben und dass wir dann wieder zu leben anfangen. Und diese Frau hat die 6 anderen umgestimmt. Und 5 Minuten später haben alle Frauen diesen schwarzen Polizisten umarmt. Das sind Szenen, die die Kommission Wahrheit und Versöhnung ermöglicht hat. Aber auf eine gewisse Weise zeigt das, dass Mandela menschliche Qualitäten zur Vollendung gebracht hat, die sein Volk bereits besaß. Er hätte es nicht alleine tun können. Das ist wirklich ein Humanismus, der tief in der Kultur und im Glauben verankert ist, weil der Großteil dieser Südafrikaner die ganze Zeit die Bibel lesen und ihre Zeit in den Kirchen verbringen und damit zum Herrn zu beten. Wir sind Teil der Geschichte dieses Landes, also sind wir auch Teil der ungerechten Geschichte dieses Landes. Als Kirche haben wir unsere Rolle während der Apartheid bekannt und wir haben uns bei der Nation aufrichtig entschuldigt. In unserer Kirche arbeiten wir mit der holländischen weißen reformierten Kirche. Obwohl wir noch dabei sind, Vertrauen zu lernen und aufzubauen, haben wir gemeinsame Projekte, an denen wir arbeiten. Die Erfahrung der Apartheid hat uns gelehrt, uns als Nation zusammenzufinden, ein Volk zu sein, das gemeinsam gegen alle Grenzen und gegen alles, was uns trennt, arbeitet, weil die Apartheid eine Politik war, die die Völker trennte und spaltete. Und die Religion war ein Kanal, durch den wir begonnen haben, die Menschen zu einen. Und indem wir sie einen, bringen wir sie zusammen. Und das geht heute noch weiter.
So sind das Konzept der Gemeinschaft und die Verantwortung füreinander und für unsere Nachbarn eine hohe Priorität in der afrikanischen Kultur und in der Lebensart in Afrika. Und jeden Tag realisieren wir etwas mehr, was das für uns bedeutet und wie uns all das hilft, ein geeintes Volk zu sein. Und das hilft uns auch, die verschiedenen Religionen zu verstehen, einen Raum zu schaffen für Menschen mit anderen Religionszugehörigkeiten. Selbst die Ehen in Südafrika überschreiten nicht nur die Grenzen der Rasse und Kultur, sondern auch der Religion. Es ist nicht ungewöhnlich für einen Muslim, eine Christin zu heiraten und umgekehrt. Manchmal braucht man Zeit, um zu verstehen, wer man ist. Und erst jetzt beginne ich zu verstehen, was diese ökumenischen internationalen Fraternitäten wirklich bedeuten, die vor 15 Jahren entstanden sind. Jetzt, da sich das Net for God-Netzwerk in etwa 7 Sprachen verbreitet hat, spüren wir die Aufgabe, etwas zu realisieren und zu fördern. Und zwar eben diese Arbeit der Einheit. Im Grunde haben wir den Auftrag zu Ubuntu. Und die Mission Ubuntu betrifft jeden Menschen, weil wir alle zur Menschheit gehören. Papst Franziskus sagt, wir müssen unsere Grenzen überschreiten. Wir müssen dem anderen jenseits unserer Grenzen begegnen. Desmond Tutu sagt diesen schönen Satz, jemand ist von Ubuntu, wenn er sich bewusst ist, etwas Größerem anzugehören. Beispielsweise sagt er auch, ich bin, weil ich zu etwas gehöre. Ich bin, nicht weil ich denke, wie es Descartes formuliert hatte, sondern ich bin, weil ich Teil dieser Gnade der Menschheit bin, diesem gemeinsamen Leben der Menschheit. Wenn ich mich in ein Land inkulturiere, muss ich Ubuntu leben. Wenn ich evangelisiere, muss ich Ubuntu leben, damit es funktioniert. Ob wir schwarz sind oder weiß, es ist wichtig, gemeinsam in der gleichen Gemeinschaft, der gleichen Fraternität zu arbeiten, Schwarze und Weiße. Ob wir Mann oder Frau sind, oft ist es wichtig, eine Versöhnung zwischen Männern und Frauen zu erleben. Möglicherweise begegnen wir uns als Ehepaare, als Verheirateten und Zölibatäre, als Priester und Ehemänner. Und wenn wir dann gemeinsam in der gleichen Gemeinschaft sind und dieses über die Grenzen hinaus Leben, von dem der Papst so treffend spricht, wird unser Leben fruchtbar in einer Welt, die die Versöhnung so sehr braucht. So findet unsere Berufung, für die Einheit zu leben, Ubuntu zu leben, ihren Sinn und wird wirklich zu einem Auftrag. Wir haben den Auftrag zum Ubuntu. Eine Anthropologin schlug den Kindern eines afrikanischen Stamms ein Spiel vor. Sie stellte einen Korb voller saftiger Früchte neben einen Baum und sagte zu den Kindern, der Erste, der ankommt, gewinnt den Inhalt des Korbes. Auf das Zeichen stürzten alle Kinder gleichzeitig auf den Baum zu, aber indem sie sich an den Händen hielten. Dann setzten sie sich gemeinsam hin, um ihre Belohnung zu genießen. Als die Anthropologin sie fragte, warum sie sich so fortbewegt hatten, obwohl doch einer von ihnen alle Früchte für sich alleine hätte haben können, antworteten sie, Ubuntu. Wie kann einer von uns glücklich sein, wenn alle anderen traurig sind? Aus dem 1. Korintherbrief im Kapitel 12. Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich bin nicht auf dich angewiesen. Der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle anderen mit ihm. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. Wir beten für das südafrikanische Volk in dieser Periode nach der Apartheid und nach Mandela. Dass dieses von immer noch so viel Gewalt und sozialer Ungleichheit zerrissene Volk
den tieferen Sinn des Wortes Ubuntu wieder entdeckt, um im Frieden und im Respekt zu leben. Dein Heiliger Geist verwandle uns und lege in uns jene Menschlichkeit frei, die uns das Gute in jedem Menschen sehen lässt und die akzeptiert, einander anzugehören. Gib uns, dass wir uns von Christus gemeinsam retten lassen, um die Versöhnung im Herzen unserer Unterschiedlichkeit leben und verkünden zu können. Hi, yeah.